Es gibt eine neue Möglichkeit, Videokampagnen auf Amazon zu schalten und ich zeige sie dir in diesem Video. Wenn du die letzten 2 Jahre nicht komplett offline warst, dann wirst du mitbekommen haben, dass Amazon immer stärker das Thema Video pusht, gerade bei Werbeanzeigen. Erst gab es die ganz klassischen Sponsored Brands, Video Ads, die du auf ein Produkt lenken konntest. Dann kamen die Sponsored Display Video Ads und jetzt gibt es im Bereich Sponsored Brands Video eine neue Platzierungsform. Und zwar kannst du nun den Traffic nicht nur auf ein Produkt leiten, sondern auf deinen Amazon Store. Bevor ich dir jetzt aber zeige, wie diese neue Platzierungsform aussieht und wie du sie dann auch einrichtest, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tom Pause. Ich betreue mittlerweile seit 4 Jahren Amazon Stores im Bereich PPC Marketing. Und wenn du nach diesem Video hier mehr Bock auf das Thema PPC bekommen hast, dann kannst du dir natürlich mehr Videos von mir anschauen. Es gibt reichlich Videos auf meinem Kanal. Und wenn du individuelle Probleme oder Herausforderungen haben solltest, dann kannst du dich auch sehr gerne bei mir melden. Ich blende dir an der Stelle mal ein, wie du mich erreichen kannst. Dann machen wir jetzt an der Stelle mal einen kurzen Recap, wie bisher Sponsored Brands Video Ads aussahen. Was waren die Platzierungsmöglichkeiten, die uns bisher zur Verfügung standen? Wie schon gesagt, konnten wir Sponsored Brands Video Ads einrichten, indem wir ein Video hinterlegen und dieses verknüpfen mit einem Produkt. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus. Ich habe dir hier mal eine kleine Bildschirmübertragung fertig gemacht und habe mal nach Cocktail Shaker gesucht und in den Suchergebnissen sehen wir dann hier unten die Videoanzeige links mit dem Video und rechts mit dem Produkt, auf welches verlinkt wird. Auf dem Mobiltelefon in der Amazon App sieht das Ganze ganz ähnlich aus, nur ist hier die Anordnung etwas anders. Wir haben oben das Video und haben dann unten das Produkt, welches wir direkt aufrufen können, wenn uns das Video überzeugt hat. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass wir die Video-Ads nicht nur auf ein Produkt lenken können, sondern dass wir direkt unseren ganzen Store verlinken können. Und hier gibt uns Amazon insgesamt 4 Platzierungsmöglichkeiten und die möchte ich dir alle einmal vorstellen. Die erste Platzierungsform heißt Desktop oberste Suchergebnisse und ist im Endeffekt genau das, was der Name beschreibt. Und zwar sehe ich die Videoanzeige nun oberhalb aller Suchergebnisse, wenn ich nach einem Keyword suche. Ich habe hier nach Cocktail Shaker gesucht, sehe hier links das Video und rechts nun eben keine Verlinkung auf das Produkt, sondern auf den Store. Denn wenn ich hier klicke auf Kaufen Sie im Impatient Store bei Amazon ein, dann öffnet sich hier der Impatient Store und hier hat der Seller nochmal bis oben sehr prominent das Produkt eingebunden und hier unten auch nochmal das Video. Und dann seht ihr hier ja noch diese Kachel mit dem Produkt. Da könnte man jetzt denken, ah, wenn ich da drauf klicke, vielleicht komme ich ja dann auf das eigentliche Produkt. Aber nein, auch das ist eine Verlinkung in den Amazon Store. Die zweite Platzierungsform ist Mobilgeräte oberste Suchergebnisse. Und hier ist der Name eigentlich auch wieder Programm. Also wenn ich in der Amazon App unterwegs bin und nach einem Keyword suche, sehe ich oberhalb aller Suchergebnisse die Videoanzeige in Verbindung mit der Verlinkung auf den Store und habe auch hier wieder eine Kachel zum Produkt und diese leitet nun tatsächlich zum Produkt. Also wenn ich auf den Cocktail Shaker hier klicke, dann lande ich nicht auf dem Store, sondern auf dem eigentlichen Produkt auf Amazon. Die dritte Platzierungsform ist Desktop, Inline und am Ende der Suchergebnisse. Und hier kann ich dir das Ganze leider nur schemenhaft einblenden, weil ich habe leider jetzt in meiner Recherche keine Anzeige gefunden, die das so bisher nutzt. Und hier haben wir aber auch einen relativ ähnlichen Aufbau. Also wir haben den Markennamen in Verbindung mit einer Überschrift, dann einer Verlinkung zum Store, dem eigentlichen Video und dann haben wir aber auch noch die Möglichkeit, ein oder zwei Produkte zu hinterlegen. Das heißt, auch hier geht ein Teil des Traffics dann auf die Produkte direkt und ein Teil des Traffics auf den Store. Und die vierte Platzierungsform ist das gleiche dann für Mobilgeräte. Das heißt Mobilgeräte, Inline und am Ende der Suchergebnisse. Und hier haben wir auch einen recht ähnlichen Aufbau. Das heißt, wir haben einmal das Markenlogo, haben eine Überschrift, haben das eigentliche Video und dann die Verlinkung auf ein oder zwei Produkte. Und wenn du dich jetzt hier an der Stelle fragst, wo klicke ich denn jetzt drauf, wenn ich zum Store möchte? Wenn du auf das Markenlogo klickst oder auf die Überschrift, dann landest du im Store. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist das Ganze denn überhaupt so spannend? Ja, es gibt jetzt eine weitere Werbeform. Okay, cool. Amazon hat eine weitere Möglichkeit, mir weitere Werbeausgaben abzuknöpfen, ja, sich weiter die Taschen voll zu machen. Ja, man kann es vielleicht so negativ betrachten, aber ich finde diese Werbeform tatsächlich sehr, sehr spannend und zwar aus 3 Gründen. Der erste Grund ist, dass ich es super spannend finde, dass bei diesen neuen Platzierungsformen tatsächlich Platzierungsformen dabei sind, die nur eine Verlinkung auf den Store enthalten. Das ist aus dem Grund so spannend, dass sobald du einen Nutzer bei dir auf dem Store hast, dieser nicht weiter abgelenkt werden kann durch andere Werbung. Ja, du kennst es ja sicherlich, wenn du auf
Produktdetailseiten unterwegs bist auf Amazon, ja, bevor du überhaupt das Hauptbild des Produktes gesehen hast, ist dir vielleicht schon die erste Sponsored Display Ad aufgefallen, die überhalb des Listings ist, dann vielleicht noch eine rechts unten am Listing, dann scrollst du weiter runter, dann hast du Sponsored Products Ads von den Competitors. Du wirst ständig abgelenkt hin zu anderen Produkten und das kann dir auf deinem eigenen Store nicht passieren, weil es dort einfach keine Werbeanzeigen gibt. Und das bringt mich auch direkt zu Punkt Nummer 2, und zwar konvertieren Amazon Stores häufig sehr gut. Wenn du es einmal geschafft hast, einen Nutzer auf deinen Store zu bringen und er nun eben nicht weiter abgelenkt ist von anderen Produkten, er hat schon Interesse an deinem Produkt gezeigt, indem er beispielsweise ein Keyword eingegeben hat, hat auf eine Sponsored Brands Ad geklickt, ist auf deinem Store gelandet und nun hast du ihn dort erstmal und dann kann er erstmal in Ruhe stöbern. Und wenn ich mir die Amazon Stores von meinen Kunden anschaue, dann bin ich häufig sehr überrascht, wie viel Euro jeder Nutzer auf dem Store im Durchschnitt ausgibt. In sehr geringen Fällen sind das vielleicht 1 Euro, 1,20 Euro, aber es geht auch hin zu 3, 4 oder 5 Euro im Durchschnitt pro Nutzer, der auf dem Store ist. Und wenn wir dann mal die Rechnung aufmachen, gehen wir mal davon aus, wir haben uns diesen Nutzer über PPC für 50 oder 70 Cent eingekauft pro Klick, dann geht er auf unseren Store und lässt dort im Durchschnitt 3 Euro. Dann würde ich sagen, geht die Rechnung auf. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir in Zukunft noch mehr über das Thema Amazon Stores sprechen werden. Ja, jetzt war ja die ganze Zeit das Thema Video sehr, sehr groß, aber ich glaube, das Thema Stores wird für Marken auch immer, immer wichtiger, gerade aus dem Grund, weil es eben immer mehr Werbung gibt und wir auf dem Store keine Werbung haben. Da komme ich wieder zurück zu Punkt Nummer 1, den ich eben schon genannt habe. Und ich habe da auch noch eine weitere Videoidee, wie man eigentlich mal seine eigenen Daten im Amazon Store analysieren kann und was man daraus für Handlungsempfehlungen ableiten kann. Wenn das ein spannendes Video für euch wäre, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Den dritten Punkt, den ich spannend finde an dieser neuen Werbeform, ist, dass wenn du sowieso schon Sponsored Brands Video Ads schaltest, ja, ganz klassisch mit einem Video in Verbindung mit der Verlinkung auf ein Produkt und das läuft gut für dich, ja, das konvertiert gut, du hast einen guten ACoS, dann hast du eigentlich nichts zu verlieren, wenn du diese neue Werbeform auch ausprobierst. Warum hast du nichts zu verlieren? Ich habe dir ja eben die Platzierungsformen gezeigt. Mit dieser neuen Werbeform hat der Nutzer, je nach Platzierungsform, entweder die Möglichkeit, direkt auf das Produkt zu klicken. Und wenn er direkt auf das Produkt klickt, das hat er auch früher bei deinen Video-Ads gemacht und die konvertieren gut, da hast du einen guten ACoS, das passt. Oder er hat die Möglichkeit, direkt auf deinen Store zu klicken. Und wie ich eben gesagt habe, Stores konvertieren meistens, wenn sie gut aufgesetzt sind, sehr, sehr gut. Das heißt, es ist auch toll, wenn er auf deinen Store geht, sich da umschaut. Vielleicht findet er ja sogar noch ein anderes Produkt. Ja, vielleicht hilft es dir auch noch für die Warenkorberweiterung. Das heißt, du hast unterm Strich wirklich ein sehr geringes Risiko. Und nun bin ich dir eigentlich nur noch eine Sache schuldig. Und zwar muss ich dir noch zeigen, wie du denn diese Ads einrichtest. Wenn du nun eine Sponsored Brands Videokampagne mit Verlinkung auf den Store einrichten möchtest, dann musst du im Ads Manager einmal auf den blauen Button Kampagne erstellen klicken, dann als nächstes klickst du bei Sponsored Brands auf Weiter, dann bist du hier in der Kampagnenerstellung, kannst deinen Kampagnennamen vergeben, kannst der Kampagne ein Portfolio zuweisen, dann kannst du Start- und Enddatum festlegen, das Budget und deine Marke hier unten auswählen. Bei der Gebotsabgabe lasse ich es gerne auf automatisiert. Meiner Meinung nach gibt es da noch nicht genügend Tests, was jetzt hier am besten funktioniert, deswegen kannst du es einfach auf automatisiert lassen. Die Anzeigengruppe kannst du dann auch noch benennen, würde ich an der Stelle einfach ähnlich benennen wie die Kampagne. Und dann klickst du eben beim Werbeanzeigenformat hier auf Video und dann siehst du hier unten schon bei Landingpage kannst du entweder die Produktdetailseite auswählen oder eben Store auf Amazon und da siehst du schon hier das neue Badge daneben. Das ist nämlich das, worüber wir gerade geredet haben, die neue Platzierungsform. Du kannst jetzt einmal den Store auswählen, sollte natürlich den entsprechenden passenden Store zu der Marke auswählen von deinem Produkt. Und dann kannst du noch eine gewisse Seite auswählen. Ja, möchtest du den Nutzer direkt auf die Startseite bringen oder möchtest du ihn auf eine Unterseite bringen? Dann gehen wir weiter runter. Dann kannst du hier im Targeting entweder Keyword oder Produkt-Targeting auswählen. Ja, bei Keyword-Targeting würdest du jetzt beispielsweise hier deine entsprechenden Keywords hinterlegen, für die du gefunden werden möchtest. Beim negativen Keyword-Targeting kannst du hier an der Stelle auch noch Keywords ausschließen, wenn du beispielsweise oben im Keyword-Targeting den breiten bzw. weitgehenden Übereinstimmungstyp verwendet hast und möchtest dann hier auf Nummer sicher gehen, dass gewisse Dinge nicht targetiert werden, dann beim negativen Keyword-Targeting eintragen. Und dann sind wir unten beim spannenden Teil, und zwar der Gestaltung der Werbeanzeige. Du kannst als allererstes hier dein Logo hinterlegen. Wahrscheinlich hast du das auch schon mal hochgeladen, kannst es dann dementsprechend einfach aus deinen Anzeigen-Design-Assets hier verwenden. Wenn du schon mal Sponsored Brands Ads geschaltet hast, dann hast du es wahrscheinlich schon mal hochgeladen. Dann kannst du hier den Markennamen hinterlegen.
Dann als nächstes kannst du eine Custom-Überschrift hinterlegen. Da kannst du beispielsweise nochmal ein USP deines Produktes rausstellen oder kannst noch etwas zu deiner Marke sagen. Und dann kommen wir hier zu den spannenden zwei Teilen, und zwar einmal das Video. Das musst du hier entweder hochladen oder auch aus deinen Anzeigendesign-Assets wählen. Hier unten gibt es nochmal die Spezifikation. Da kannst du nochmal nachschauen, wenn du gerade dabei bist, erst dein Video zu erstellen, wie genau du das Video zu erstellen hast. Und dann bei Produkte kannst du eben nun bis zu zwei Produkte hier hinterlegen. Amazon schreibt hier unten noch, Assets werden möglicherweise nicht bei allen Platzierungen angezeigt. Überprüfen Sie alle Platzierungen, bevor Sie sie einreichen. Was meint Amazon damit? Nur weil du hier jetzt beispielsweise ein oder zwei Produkte hinterlegt hast, heißt das nicht, dass in jeder Platzierungsart dann auch diese Produkte ausgespielt werden. Ja, du erinnerst dich an vorher im Video, wo ich dir die vier Platzierungsarten gezeigt habe. Da gab es ja manchmal auch Platzierungen, wo du nur das Video gesehen hast und eine Verlinkung auf den Store und das Produkt gar nicht aufgetaucht ist. Wenn du dann soweit alles hinterlegt hast und hier überall einen grünen Haken dahinter hast, dann kannst du auf dem blauen Button "Reichen Sie diese zur Überprüfung ein" klicken, und dann braucht Amazon noch einige Stunden, um deine Anzeige zu überprüfen. Warum muss Amazon die überprüfen? Wir haben hier einen relativ hohen Individualisierungsgrad bei der Anzeige. Wir können das Logo selbst wählen, die Überschrift, können das Video selbst wählen, und da will Amazon nochmal darüber schauen, dass einmal die Qualität stimmt, dass keine Fehler drin sind und dass du dich allgemein an die Richtlinien gehalten hast. Das heißt zum Beispiel keine Überschrift verwendet, die du nicht verwenden darfst. Und das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen hier noch etwas Neues beibringen konnte und dass ihr nicht alle da draußen schon sowieso Videoanzeigen auf eure Stores geschaltet habt. Wenn das Video hilfreich war, würde ich mich super über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo auf dem Kanal könnt ihr gerne da lassen, wenn ihr noch mehr Videos zum Thema Amazon PPC wollt. Und ich habe euch ja auch vorher schon im Video gesagt, wenn ihr individuelle Herausforderungen habt oder mit eurem PPC auf das nächste Level kommen wollt, dann lasse ich euch hier gerne mal meine Kontaktdaten da, dann können wir gerne mal gemeinsam sprechen. Und ansonsten sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Hau rein! Ciao!